das seht, aber die Entscheidung, eine Drohne mitzunehmen, war auf jeden Fall die richtige für mich. Es ist so geil, das nochmal von oben zu sehen. Es ist so ein anderer Blickwinkel einfach. Und es sieht so schön aus. Das Wetter spielt echt gut mit. Es ist warm genug für ein kurzes T-Shirt und Shorts, was ich jetzt hier, glaube ich, erst ein, zwei Tage hatte auf Tasmanien. Weil sobald die Sonne irgendwie bedeckt wird von den Wolken, ist es direkt wieder richtig kalt. Und die Sonne ist eigentlich super warm. Und heute ist es so halb-halb und es ist trotzdem sehr angenehm. Und ja, jetzt sind wir hier gerade am Strand. Honeymoon Beach heißt er. Und ist auch ein Teil von dem Bay of Fires. Also hier sind die Steine auch so leicht rötlich. Jetzt machen wir hier gerade einfach ein bisschen chillen. Die beiden waren im Wasser. Mir ist das Wasser auf jeden Fall viel zu kalt. Also es ist wirklich richtig kalt. Egal, ob hier Sommer oder Winter ist. Das Wasser ist einfach arschkalt. Und dann fahren wir später noch ein bisschen weiter. Machen ein bisschen einkaufen und ja, was nicht alles. Wasser auffüllen, ja, einkaufen, tanken, sowas. Und dann gucken wir, wo wir heute schlafen. Und ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß mit den beiden. Wir kennen uns erst, glaube ich, knapp über eine Woche. Haben einfach spontan entschieden, dass wir zu dritt übers Wochenende mit zwei Autos wegfahren. Und ja, macht auf jeden Fall echt viel Spaß, sehr cool. Nearly. I thought I saw it move. Push, push. Come on, you can do it. Hello. Wir sind hier übrigens gerade auf dem Weg zum nächsten Campingplatz und irgendwie wollte diese Schotterpiste einfach nicht enden. Aber irgendwann aus dem Nichts kam er dann und ihr seht auch, hier ist richtig viel los. Es ist Schlafenszeit, kurz vor 10. Wir haben eben gegessen und ein bisschen geschnackt und ein kleines Spiel gespielt. Und ja, jetzt ist Schlafenszeit, wir sind alle irgendwie ziemlich müde. Und ja, morgen früh gegen 8 irgendwie ist, glaube ich, der Plan aufzustehen. Und dann gibt es Frühstück und dann fahren wir weiter. Morgen nochmal weiter in den Süden an der Ostküste. Und morgen ist Sonntag, Montag haben wir auch noch frei. Also morgen schlafen wir dann da auch irgendwo nochmal. Und Montag Mittag, Nachmittag fahren wir dann irgendwann zurück. Also Dienstag arbeiten wir wieder. Jetzt ist aber erstmal Schlafenszeit. Bis morgen früh. Es hat die ganze Nacht geregnet. Und ratet mal, wer zu faul war, seine Sachen gestern Abend reinzuholen. Ja, das war ich. Und jetzt ist alles komplett nass.
Ja. Also ich habe hier wirklich schon einige Verluste zu verzeichnen. Gestern ist vorne mein Fernlicht abgebrochen. Ich konnte es zum Glück noch quasi abmachen, bevor es ganz abgefallen ist. Und ja, mein Sesammus ist in einer Box komplett ausgelaufen. Und einer aus dem Konvoi, meine Kollegin, hat mir gesagt, dass mein Blinker nicht richtig funktioniert. Und jetzt habe ich gerade mal die Abdeckung abgemacht. Und dann kam mir einfach diese ganze Suppe entgegen. Also man hat den Blinker quasi nicht mehr gesehen und da ist richtig viel ekliges Zeug drin. Das versuche ich jetzt mal sauber zu machen, damit man auch sieht, wo ich hinfahre. Weil sie meinte, man kann das halt so gut wie gar nicht sehen. Mal schauen. So soll das übrigens eigentlich aussehen. Das ist auf der linken Seite. Und ich glaube, auf der rechten Seite läuft einfach nur übelst viel Dreck rein, weil das nicht richtig abgedichtet ist. Naja. Oh, she's taking off her clothes. Yeah, girl, I'm stripping here. I just moved the camera in the right moment. By a little bit over there, it's more like a little pond or something like this. A little what? A pond. Oh, yeah.
Hallo, da bin ich wieder. Also das hier ist schon wirklich sehr wild. Das sind so ungefähr 3 Kilometer, die man hier im ausgetrockneten Flussbett gehen kann. Wir müssen hier teilweise echt so krass rumkraxeln. Ist schon ein bisschen wild, aber es macht richtig viel Spaß. Es ist richtig geil. Und ja, kann man nur hoffen, dass man sich nicht die Füße bricht. Packed with a lot of the same socks. Yeah, I do the same. And just throw that one away that has a hole. Keep the other one. Yeah. Because it might get the other pair. No one, no one, no one ever knows. Where we're heading, where this story goes. You just gotta hold on to your path. What feels right in your heart and your soul. I know you always wanna do what's right. I know you rather wanna fly than fight. But every now and then you gotta pause. Ask yourself, is this right? Stand your ground. You say, I wanna be the hero. Cause I don't wanna give up. Now I am down at zero. When will it ever stop? I'm only human. How am I supposed to I don't know. I think we are 4 in the group now, not 3 anymore. Yeah, are you coming, mate? What do you think? What do you want to have him in your car driving back home? Yeah. Or should I take it with me? Look up to it. Hey. Oh, because I think I've got banana. I'm licking up the sole of your finger. Because I was eating banana, maybe it tastes like banana, I don't know. Maybe. Yeah, clearly. Your friends now. But sometimes you're... Nice shell down there. Wieder zurück zu Hause, frisch geduscht. Das fühlt sich richtig gut an. wir sind jetzt ungefähr 3 Stunden von dem letzten Spot noch nach Hause gefahren, von Colts Bay heißt das. Da waren wir jetzt ja an dem Lookout und dem Leuchtturm. Und morgen theoretisch müssen wir wieder arbeiten. Es regnet aber morgen, beziehungsweise die ganze Nacht. Deswegen
werden wir wahrscheinlich morgen nicht arbeiten, weil wir nicht arbeiten können, wenn es regnet. Aber ja, zurück im Zimmer und alles gewaschen und rausgeräumt aus dem Auto, wieder ein bisschen rumsortiert. Und ja, das war der Trip. Es war wirklich sehr, sehr cool. Also sehr zu empfehlen, wenn das irgendwer machen möchte von euch. Ich habe euch ja alle Sachen reingeschrieben, wie sie heißen. Also eigentlich kann man das ganz gut nachfahren. Und wir haben jetzt 3,5 Tage waren wir unterwegs, also 3 Nächte. Und wir waren ja nur auf kostenlosen Campingplätzen. Also der letzte Platz war nicht mal ein Campingplatz. Das war einfach nur vom Highway in eine Schotterpiste reingefahren und dann irgendwo rechts reingestellt. Also war jetzt auch keine Toilette da oder so. Muss man natürlich selber wissen, ob das was für einen ist. Aber die anderen Campingplätze ja, waren auch sehr cool. Also ja, ich würde an der Stelle das Video beenden. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke, dass ihr wieder dabei wart und bis dann.